flour mixed with hazelnut. Zucker kommt da jetzt rein. Moment, wie viel ist das? 200 Gramm Zucker. Und YouTube kann ich dir zeigen, das sind auch viele deutsche Plätzchen. Gleich wie ähnlich? Ja, ja, genau, genau. So, Zucker, jetzt in die Mitte ein Loch machen da hier, das Zucker da rein. Vanillezucker auch noch, kann man auch. Normale Vanille, whatever. Wie man will, das ist alles nicht so. Jetzt kommt das Ei. Zwei Eier. Sollen wir der Ofen jetzt anmachen? Oder? Nein, weil die kann so, ich ja, nicht ja, ja, backen ja. Jetzt. Das geht noch nicht. Okay. Ja. Gern so ein bisschen Mandelflavor da hier. Ja, gut. Das ist immer gut. Kannst auch was anderes rum oder was immer man hat. So, dann Schale einer Zitrone. Okay, ich habe das da gemacht. Man kann das auch kaufen. Im Päckchen habe ich das auch, aber ich habe meistens frisch. Ich friere das dann ein. Mhm. Wenn ich eine Zitrone habe, dann reibe ich die Schale da rein. Mhm. Ja. So, und jetzt kommt die Butter. Also wenn man so eine KitchenAid hat, geht das alles so viel einfacher. Mhm. Kannst du alles reinschmeißen. Mhm. Und die Butter, die soll so. Room temperature? Ja, nicht super weich, aber wie viel Butter? Das ist ein halbes Pfund Butter. 250 Gramm. Thank you.
Und wenn du keine Haselnüsse oder sowas hast, brauchst du das nicht rein, magst du einfach nur normal mit dem Mehl. Okay. Das geht auch. Ganz normale Cookies. Mhm. Zu dem ganzen Butter geht er. Ja. Wow. Das ist die Calories. Hast du so Knethacken daheim? Nee. Hast du nicht? Nee. Aber ich kann das kaufen. Aber ich mache das erst immer mit dem Knethacken. Nicht mit normalen, weil es wird immer wieder schwer. Und dann muss das mit der Hand gemacht werden. Okay. Vielleicht heute noch zum Lidl gehen. Wir kaufen dort Saft und dann brauche ich diese Gummihandschuhe. Ich habe nicht mehr so viele. Okay. Ich brauche nämlich immer diese One-Range-Handschuhe. Und dann habe ich dann noch auch diese Salat. Schon mit normalen Mixer vielleicht, aber es hängt sich dann immer so in diese, in den Bieder rein. Ja, und ja. Den macht es das nicht drin. Ja. Und da war kein Milch hier drin, ja? Ja, nichts drin. So kalt soll man nicht so lange mit den Händen bearbeiten. Mhm. Das sagen die immer. Das ist ein bisschen krümelig, ist wie jetzt. Mhm. Und dann tut man es mit den Händen. Jetzt brauche ich die Handschuhe. Okay.
man das so kneten. Früher habe ich das nur mit Hand gemacht, aber das macht man inzwischen alles nicht mehr. Das macht alles so viel Arbeit. Es ist besser, wenn man so einen Knethaken hat. Kühlschrank muss das. Also das sollte mindestens 2 Stunden drin sein. Aber über Nacht. Ich lasse immer über Nacht. Ich mach das. Man, okay. Du kannst sie 2-3 Tage drin lassen, das spielt keine Rolle. Aber das muss ruhen im Kalten. Das sagt man, damit der Kleber, der Glue, sich verbreiten kann. Ja. Und wenn man das jetzt gleich verarbeiten würde, das würde nicht gehen. Und dann macht man raus, so 20 Minuten bevor du den dann machen willst. Yeah. Weil wenn er zu kalt ist, kannst du ihn ja nicht ausrollen. Yeah. Und so. Dann kommt der Schüssel oder was auch immer. Haselnussplätzchen. Cool. Okay. Gut gemacht. Dann kann man den bestreichen mit ein bisschen Ei. Wenn man sie aussticht, das siehst du dann morgen.